Wie viele Skizzen gab es für Hugo und Hilde so ungefähr? Können Sie dann eine Zahl Da nennen? ich relativ genau weiß, was ich dann möchte, sind es vielleicht nur zwei, drei, die relativ nah beieinander sind. In dem Fall hat jetzt die Kundin auch das angeschaut und gesagt, ich hätte es gerne ein bisschen lockerer oder ein bisschen stärker oder ein bisschen dynamischer, aber wir waren relativ nah beieinander und dann war es eigentlich schon fast abgesegnet, der Entwurf. Und da habe ich nochmal einen ganz neuen gemacht, der viel entspannter war, als dann klar war, der wird's, dieser Entwurf oder diese Art von Hase und diese Art von Hirsch wird's, habe ich es nochmal von neuem gezeichnet und dann wurde es nochmal eine ganze Stufe besser. Dann war ich auch richtig zufrieden. Es war eigentlich schon freigegeben. Okay. Aber Sie waren nicht zufrieden. Es hat irgendwie, es war zu gewollt. Also es ist so, wie man eine Sprache lernt, wenn Sie ein Referat aufsagen müssen und Sie haben es auswendig gelernt. Jetzt nicht so gut, als wenn sie es einfach frei halten können. Also auch auswendig gelernt, aber wenn sie es schon mal gehalten haben und wissen, dass es gut ist. Und das war da genauso. Es war es erledigt und dann konnte ich nochmal befreit dran gehen. Und jetzt sind Sie zufrieden. Jetzt bin ich jetzt bin ich zufrieden. Es wird immer noch leichte Veränderungen geben, bin ich überzeugt. Also es wird sukzessive noch mehr Leben eingehaucht. Wie sind die Charaktere für Sie oder wie schon beim Zeichnen? Was waren Ihre Gedanken? Wie ist Hugo? Wie ist Hilde? Ja, also der Hase war ganz klar kein, oder die Hilde war auch ganz klar keine langsame, weder mental noch physisch. Also die ist die Flotte. Der Hugo, der ist natürlich, war von vornherein, das ist besetzt auch durch Hase und Igel, durch das Märchen. Da war immer ein bisschen bedächtiger, nicht blöder, aber ein bisschen bedächtiger, nimmt ein bisschen Dampf raus. Und vielleicht kann er sie auch hier und da mal retten, mal schauen. Durch seine Ruhe. Die Hilde war immer quirlig. Welches Tier mögen Sie lieber von den beiden? Welches Kind mag ich lieber? Das kann man nicht sagen. Es sind beides Kinder, die mir auf unterschiedliche Art Freude bereiten. Es ist für mich einfacher, die Hilde zu malen, weil sie ein bisschen runder ist und das Geweih beim Hugo ist ein bisschen störrisch. Wenn sich der Körper dreht, dreht sich das Geweih. Das ist eine Herausforderung. Bei der Hilde drehen sich die Ohren. Das ist keine große Herausforderung. Ich mag beides sehr gerne, muss ich sagen. Ich mag sie unterschiedlich gleich gerne. Aber sie hatten Spaß dabei, das zu zeichnen. Großen Spaß, großen Spaß. Es ist schon immer ein bisschen ein Leiden, wenn man dann unzufrieden ist. Und also so, jetzt nur lustig ist es nicht. Aber es ist eine wunderschöne Arbeit, ne, sowas, oder es ist schön, sowas machen zu dürfen. Zu entwickeln, unzufrieden zu sein, wieder alles auszuradieren oder in den Müll zu werfen. Auch wenn die Figuren schon fast feststehen, passiert das relativ oft.